Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Wir werden es erstmal kurz wieder etwas heilen. Ja, das braucht ihr bestimmt nicht mehr. Ja. Ich trage gerade zu viel. Schmeiß mal noch ein paar Ordner weg. Sammle ich auch mal wieder viel zu viel. Munition. Ich habe 44er und 45er Patronen. 11mm Patronen. Super. Wovon haben wir denn wieder eindeutig viel zu viel aufgenommen? Ah, die behalte ich mal, weil... Ah, 5 Schaltkreise sind das nämlich. Ich weiß nicht, die Schreibmaschinen halt noch weg. Tischventilatung. So. Spielen wir uns doch gleich wieder leichter. So. Patronen. Ja, laden wir mal, lagern wir mal ein paar tote Menschen. Im Kühlschrank. Ghule. Cosworth, da vorne war noch ein Ghule, ich habe ihn gesehen. Hallo Ghule. Tschüss, cool. So. Was haben wir hier schönes? Nichts. Gehen wir doch mal durch diese Tür. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Ach, da kommen wir nur hier rum, okay. Klebeband, Schachtel Zigaretten. Dann. Hier lang bringt mir ja auch nicht viel, oder? Nee. Aber da hinten war ja auch noch ein Weg. Cosworth! Steht es einem auch immer im Weg. So, hier ging es ja auch noch hoch. Da werden wir das nächste hinbegeben. Eine hohe Flasche. Nehmen wir noch mit. So, mal hier noch was. Werkzeugkasten entsperren. Klack! Das wär's. War zwar richtig viel drin, aber ja. So. Da oben ist eine Türe. Wir gehen erstmal nach hier. Hier ist auch noch eine Türe. Schauen wir da erstmal. Da geht's raus ins Commonwealth. Da wollten wir jetzt eigentlich nicht wieder hin. Ja, ich weiß, ich bin in irgendeiner Kamera wieder. Cosworth, wenn wir schon ungeschützt sind, wie wär's dann, wenn du dich mal da unten auf den Weg machst und da mal aufräumst. Ja.
meine Pistole mehr benutzen können, aber ich habe keine Munition mehr. Was ist mit Coast? Was haben sie denn erlebt? Habt ihr meinen Roboter kaputt gemacht? Ah, warte, da müssen wir uns aber auch mal näher unterhalten. Mann, dieses improvisierte Gewehr ist der letzte. Shit. So. So, das müssten sie eigentlich gewesen sein. Du machst mir immer noch Angst. Haben wir noch genug A-Klammern. Klick, hat es smart geschafft. Mehr will ich davon gar nicht. Ich werde mich jetzt mal da unten. Jetzt wird gehamstert. Die Cosworth, jetzt bist du plötzlich wieder heile? Ich geh mal eine Runde schlafen für eine Stunde, dann regeneriert man nämlich auch. So. Ah, da geht's auch noch ins Commonwealth wieder raus. So, Cosworth aus dem Weg. Das ganze düdüdüdüdüdüd geht einem irgendwann wie Nerven. So. Schauen wir uns noch mal hier unten um. Schon drei Splittergranaten. Kronkorken, Stimpack. So, hier waren anscheinend überall. Improvisierte Schlafplätze. So, was haben wir hier noch? Ah, okay, hier könnte ich meine Powerrüstung, wenn ich ja noch Energie hätte. Bearbeiten. Aber meine Powerrüstung habe ich ja bei den Siedlern gelassen, weil sie kaum noch Strom hatte. Das ist in jedem Fall spannender als die Armbrust. Ja, das glaube ich auch. So, Cosworth, dann gehen wir jetzt mal in diese Richtung. Aber da geht's wahrscheinlich auch nur wieder raus ins Commonwealth. Ich denn hin? Jetzt ging es mir ein für alle mal auf den Geist. Wir gehen jetzt trotzdem mal. Wir gehen jetzt mal hier raus und schauen uns draußen um. Vielleicht geht's ja draußen irgendwo weiter. So, wir sind auf jeden Fall draußen. Aber er zeigt uns direkt, wir müssten wieder da rein. Schauen wir uns kurz mal hier drauf. Ah, jetzt sind wir nur hier, okay. Wir gehen wieder rein. Du hast nicht das Geringste gesehen.
So, wir sind hier drin. Jetzt gehen wir doch mal gucken, wo der Weg hier oben hinführt. Wie, ihr seid wieder da? Das ist aber extremst unfair. Aber Kostos, so blind kannst du doch nicht sein. Ich stand quasi direkt vor dir. So. Wo zum Geier muss ich hin? Ne, dem schießt sich jetzt nicht auch noch aus dem Kopf weg. Hier ist nichts mehr. Hier musste ich rum. Laut Pfeil muss ich da lang, aber da ist ja nichts. Da hinten war doch, glaube ich, auch noch ein Weg. Hier war nichts mehr. Aber war nicht da draußen noch ein Weg in die andere Richtung? Ja, genau. Ging es ja noch tiefer runter. Ja, Cosworth? Hey. Brauchen Sie etwas, Sir? Dein Job. Guck dir das an. Cosworth, du bist... Plastiklöffel. Gib mir die Kronkost. Das ist ein Terminal. Lexington. Lexington gehört uns, verflucht. Ja, wir haben den Ghoul-Schwarm ausradiert, ohne jemanden zu verlieren. Jared hat uns vorerst größte Autofabrik Posten beziehen lassen. In der großen Autofabrik. Apartments. Wir sind heute wieder durch die Stadt gezogen. Bristol und ich haben jeweils mit einem Team einige Ghoul-Nachzügler aus einem Apartmentblock getrieben. Haben bereits einen Blick auf ein schönes Apartment ganz oben im Gebäude geworfen. Wollte schon länger eine Wohnung mit Aussicht haben. Ich habe Jared um ein weiteres Geschütz hier unten gebeten. Er sagte, dass er sich darum kümmern wird. Aber ich weiß nicht, ob er mich nur weggeschickt hat, damit er weiter mit seinen Chance spielen kann. Wir brauchen noch ein Geschütz. Dieser Zugang durch die Rohre nach Lexington war bisher großartig für uns. Aber wenn wir ihn nicht richtig verteidigen können, ist das eine Einladung für alle, die rein wollen. Saufgelage. Bristol und die Jungs haben uns fast den Tod gebracht, als sie neulich hier unten gesoffen und dabei alle möglichen Geräusche gemacht haben. Ein paar Gule wollten die Party nicht verpassen und sind durch die Rohre reingekommen. Zum Glück vertragen die Jungs einiges und konnten trotzdem noch gerade schießen. Jared.
haben uns andere Geschütze immer noch nicht hier runterbekommen. Haben uns anderes Geschütze. Jared muss endlich seinen Arsch hochkriegen. Er hat viel zu viel Zeit und Kronkorken dafür verschwendet, um an der Sache mit seiner Hellsicht herumzudoktern, wenn wir eigentlich diesen Ort sichern sollten. Ich werde mit ihm reden. Crystal sagt, dass er nur wütend auf mich wird, aber jemand muss ihn zur Vernunft bringen. Wir haben Jet gefunden, das ist gut, das kann man auf jeden Fall brauchen. Seien Sie vorsichtig, Sir. Im Wasser sind die Strahlungswerte wesentlich. So, die Kiste brechen wir noch auf. Hoppala. So nicht. Hartnäckiges Schloss. So. Cool. Patronen, die sacken wir noch ein. Das war's dann aber auch für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, euer Snake-O. Ciao.